Hallo und herzlich willkommen zu unserem Tango-Tutorial. Wir sind Ricardo und Raquel. Und heute machen wir eine Volcada. Zum Erklären der Figur würden wir das gerne offen machen. Es ist natürlich schwieriger, offen zu machen. Als Volcada ist es viel angenehmer, eng zu tanzen, weil die Frau dann die ganze Fläche von Oberkörper sich gut auf den Mann hier anlehnen kann. Und sonst muss es über die Hände und das wäre braucht zu viel Kraft. Aber wir zeigen es euch mal zum Erklären nochmal offen. Also wir beginnen aus dem parallelen System und führen die Frau ins Kreuz. Also nach vorne, ins Kreuz. Jetzt drehe ich sie aus und wenn ich sie ausdrehe, gehe ich runter in meine Achse. Ich möchte gerne, dass sie das Becken weit dreht, dass ich mit ihr in einen Vorwärtsrutscher gehen kann. Dann ein Seitschritt und jetzt drehe ich sie aus, gehe nach unten, wieder nach oben, mache einen Ausfallschritt, so ein kleiner Diagonalschritt, bringe sie aus ihrer Achse und wieder zurück in ihr Kreuz. Vor, sein, schließ. Nochmal. Also. Aus dem Parallelsystem ins Kreuz. Ausdrehen. Seitschritt. Hochnehmen. Den Seitschritt noch machen. Kurz drauf stützen. Und wieder zurück ins Kreuz. Dieser erste Seitschritt, den Ricardo nach dem Kreuz führt, der ist wichtig, damit ich schön eingedreht werde. Also damit bewirkt er, dass ich gleich nicht wie so ein Brett gerade falle, dann werde ich nämlich sehr schwer, sondern hier in der Spirale mich aufdrehe und dann wieder ganz langsam wieder diese Geschichte, Taille, Hüfte, Knie, Fuß, in die Volcada zu fallen. Und es ist auch ganz wichtig für die Männer, dass wenn ihr spürt, das ist eine Bewegung, die langsam sich auftritt, wenn ihr spürt, dass die Frauen angekommen sind, also wenn ich hänge in Anführungsstrichen, wenn mein Fuß angekommen ist, dass ihr die Position nicht haltet, es sei denn, ihr wollt ein Foto machen oder eine Pose. Die Position ist sehr anstrengend, also wir Frauen müssen hier ganz gut unser Kreuz schützen, indem wir das Zentrum hier anspannen. Es ist aber auch viel Arbeit, also ich werde hier schwer für den Mann und für mich selber. Also wenn man so im Fluss tanzt, ist es eigentlich der Sinn. Ich falle und der Mann nimmt dieses Bein, wenn er spürt, dass es angekommen ist, sofort wieder auf die Energie und führt mich raus. Also keine Momentaufnahme, sondern wirklich flüssig reinfallen, rausführen ins Kreuz. Was wir Frauen oder was ich auch mache, um nicht zu schwer zu werden, weil wenn man dann so im Fall steht, dann wird man, egal wie schwer man ist, wird man schwer, ist, dass ich eine Bewegung mache, mich hochziehe, also wie so ein Einatmen. Ich versuche in den Boden das Gewicht und von hier hoch zu machen, diese Gegenbewegung, dann bin ich leichter für den Mann. Einatmen, ausatmen. Mindestens so als Übung. Dann klappt das nachher auch ohne die Geräusche. Musik.
Estoy hecho en el ambiente de muchachos calavera. Entre guapos y malandras mis estauras patallar. Me he jugado sin dar pifia. Wir hoffen, unser Video hat euch gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert und oder uns unten ein Feedback hinterlasst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.